Es sind große Ziele, die sich Mannheim mit dem neuen Quartier gesetzt hat. Franklin soll die Stadt der Zukunft werden, auch wenn es um das Thema Mobilität geht. Seit Januar 2020 gibt es die MVV-Nachbarschaftsoase, in der Interessierte sich zu vielen Themen austauschen können. Wir haben das ja von Anfang an schon begleitet, natürlich unter dem Aspekt Energie. Wir testen hier und bilden ja auch ganz neue Energietechnologien aus, dezentrale Energieformen, vernetzte, intelligente Smart Meter Strom, hatte ich vorher erwähnt. Also auch ökologische Aspekte, also CO2-neutrales Quartier soll ja erreicht werden, ist so ein Teil. Und da ist noch ein Teil der Sektorkopplung, also dieser Dekarbonisierung, natürlich auch der Verkehr. Und das schlägt dann die Brücke eben auch zur Mobilität hier. Bereits jetzt kann man Elektroroller und künftig auch Lastenräder leihen. Die RNV als ÖPNV-Vertreter wird in der Nachbarschaftsoase nun auch mit einer Premium-Agentur vertreten sein. Immer freitags kann man sich hier über Angebote informieren. Ziel ist es, Mobilität in Franklin ohne Emissionen zu erhalten. Jetzt kommen die E-Bikes dazu, die Roller sind dabei, man kann auch Carsharing-Angebote nutzen. Das heißt, wir wollen dort zeigen, dass man tatsächlich mit weniger oder mit gar keinem Auto auch sehr vernünftig leben kann. Und deswegen ist Franklin tatsächlich ein Modellstadt oder ein Mobilitätsstadtteil der Zukunft, wo wir testen wollen, ob das auch in anderen Stadtteilen funktioniert. Die Nachbarschaftsoase soll auch ein Treffpunkt des ganzen Quartiers sein, an dem es Veranstaltungen auch am Abend gibt. Deshalb wurde auch der Name Oase gewählt. Im Mittelpunkt steht dennoch weiterhin der Kundenservice. Also bisher wird es sehr stark frequentiert, natürlich weil wir ja ein breites Spektrum haben an Angeboten. Wir bieten ja hier einerseits die ganzen Energiethemen an, also wenn jemand jetzt Photovoltaik will oder ein Elektroauto kaufen will, eine Wallbox braucht, solche Themen oder einen Fernwärmeanschluss. Aber eben dann auch die Mobilitätsthemen, aber auch die RNV ist jetzt seit Neuestem mit an Bord für das ganze Thema öffentlicher Nahverkehr. Und dann bieten wir, wie gesagt, dann auch mit der VR-Bank als Partner ja auch noch Finanzdienstleistungen und Bankthemen an. Also von dem her gesehen ist es wirklich so ein Allround-Shop, würde ich sagen. Für die ökologische Wende wird in Franklin viel getan. Noch ist es nicht bei allen angekommen, noch werden Wohnungen vermietet oder verkauft mit dem Hinweis, Parkraum wäre genug vorhanden. Aber dieses Quartier ist bewusst darauf angelegt, auch ohne eigenes Fahrzeug klarzukommen.